Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Factorio mit professionellen Profis in dieser super Umgebung. Wir freuen uns. Wie soll ich es schaffen, eine wahnsinnig professionelle Ansage hinzubekommen? Ja, ich mache es jedes Mal aufs Neue falsch. Ne? Ging dann wunderbar. Immer wieder letzter Funk. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und ja, wir bauen hier weiter an unserer... Was auch immer, es ist Megafabrik. Wir machen erweiterte Rohöl haben wir schon. Ja, dann mach mal Logistik 3. Logistik 3. Ach so, genau, wegen blauen Dings dann. Bluebelt. So. Genau. Wir haben jetzt ja Rohöl incoming von oben über Zug. Und ich brauche trotzdem. Ich brauche halt rote Schaltkreise. Ich würde nämlich ganz gerne einen Roboport bauen, damit ich hier unsere ersten Roboter ins Netz bringen kann. So schaut's aus, aber... Ich kümmere mich gerade darum, dass wir die Rohölaufbereitung in erweiterte umändern. Können wir denn schon... Wir können schon intelligente Kisten und sowas bauen. Soll ich mal mit sowas anfangen? Intelligent Chest? Also Roboterkisten und so ein Kram? So dass wir auch Lagerkisten und Anwiederkisten und so weiter... Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil... Muss so oder so passieren. Genau, damit wir hier auch anfangen können, langsam mal so ein bisschen voranzukommen. Ich lasse hier zwar noch einen, also ich habe jetzt den Stahl- und Kohlebus, den habe ich jetzt nach unten verlegt, ja? Weil ging mir so auf die Eierstöcke. Das auf den Zeiger. Nicht. Das geht so nicht, das ist vollkommen hässlich. Und würde da jetzt noch einen freilassen für... Ja, nee, zwei. Mach mal zwei. Einen für Rot, einen für Blau. Oder? Na, ich habe jetzt aber schon drei belegt. Ich habe jetzt Stahl, Kohle und Batterien drauf. Ach so. Ja, dann mach, lass einen ruhig frei. Und dann darunter nochmal, soll ich darunter einfach nochmal welche andeuten, ja? Ja, mach da einfach, oder du machst, den kannst ja auch nur, der kann ja auch nur drei Felder lang sein, also breit. Dann machen wir darunter halt nochmal einen. Wo dann blau und rote Circuits draufkommen. Weil blau würde ich auch gerne bussen, ehrlich gesagt, weil das ist sonst echt blöd. Okay. So, erweiterte Rohölaufbereitung ist jetzt in allen 5 Ölraffinerien schon aktiv. Dann kümmere ich mich jetzt darum, dass wir auch hier wie heißt es denn? Light-Oil in Petrol umändern. Genau. Das ist das, was wir auf jeden Fall noch brauchen. Und das heißt, ich lasse hier einen frei und... Gott, mein Inventar sieht aus. Wenn man das nicht leer räumen muss, sieht das echt ganz schön wüst aus. Das sieht aber in Factorio immer sehr wüst aus. Ja, ich denke, dass mein... Also meine, ich weiß nicht, das ist ja fast verdreifachen, glaube ich, des Inventars, ne? Das ist echt krass. Das ist jetzt 2/3, ist voll. Ich muss hier dringend mal aussortieren. Ja, aber das ist, ich habe das auch immer. Also, wir können noch froh sein, weil würden wir andere Mods spielen, wäre es schlimmer. So, die das Spiel wirklich stark verändern. Das ist wohl absolut richtig. Also da wäre es wesentlich schlimmer, deswegen sehe ich das alles noch recht gelassen. Und sobald wir Logistik-Trash-Slots haben, ne? Autotrash und so. Das wird der Hit. Das wird der Hit. Der Oberburner wird das. So. Muss man gerade runter und Rohre holen. So. Ulaloi, da hinten ist eine Basis und ich überlege gerade, ob ich die mal kurz wegcheaten gehe. Wegcheaten? Naja, mit... Das ist jetzt der neue Term dafür. Wir cheaten die Basis mal eben weg. Ja, ganz gut. Gibst so einen Konsolenbefehl ein, zack, weg. Delete-Basis. Es gibt ja tatsächlich Möglichkeiten, die Enemies aus dem Spiel rauszubringen, ne? Also, die Möglichkeit, solche Basen wegzucheaten, gibt es tatsächlich. Das geht. Ich habe ja privat eine Kampagne gespielt, oder ich bin immer noch dabei, wo ich gar keine Aliens habe.
Das heißt, wo ich das alles, auch meine ganzen Science Packs und so weiter, alles mit roten und blauen, was wirklich unglaublich scheiße teuer ist, muss man dezent so sagen, mache. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich kacke. Weil solche einfache Sachen, du kannst zwar grüne, Quatsch, nicht grüne, du kannst lilane Tränke herstellen aus Rot, Grün und Blau. Mhm. Ja. Musst aber, wenn du Aliens-Artefakte brauchst, die auch aus diesen Sachen herstellen, und das sind teilweise Sachen irgendwie mit 54 roten Dingern, ja, pro Dings, ja, probier dir da mal so eine Rüstung zu craften. Probier dir da mal einen Roboport zuzulegen. Das ist, also das ist auch sowas, also ich spiele deswegen eigentlich fast lieber mit Beißern, weil das ist alles noch kalkulierbar mit Beißern. Ja, ja, ich meine, wir haben auch, wie gesagt, ja relativ Ruhe jetzt. Ich persönlich würde es nicht vermissen, wenn es keine Beißer geben würde. Man hätte es dann halt irgendwie anders gelöst. Also es gibt ja immer noch so diese große Diskussion, ob das jetzt nun wirklich nötig ist. Aber in dem Moment wirklich, ich stand dann da und dachte so, oh, und jetzt fängst du an, so Roboport und ja und ne? Und dann stehe ich da und denke so, wie bitte? Was? Moment. Ja, das ist alles sehr, sehr teuer. So, wir kriegen jetzt massiv Petroleum rein, weil ich habe jetzt gerade 8 Fabriken für Light Oil in Petroleum umwandeln gebaut. Wunderbar. Weil unser Light Oil ist nämlich voll gewesen. Oh, okay. Naja, Heavy wird jetzt gerade auch recht viel. Da baue ich mal eine Fabrik gleich für. Aber Heavy wird gleich weniger, sobald wir die nächste Automatisierung, also sobald wir die grüne haben, weil dann werden wir richtig daran ziehen. Ja. Also sobald wir die blauen Fließbänder haben, so rum. Das ist richtig, aber ich werde die jetzt so konstruieren, dass die immer, wenn zu viel drin ist, anfängt. Erst. Also immer, wenn erst sich schon ein bisschen was aufgestaut hat, dass das Ding dann überhaupt erst was macht. Okay. Das, ja. Das ist so eine Konstruktion, die habe ich mal bei Steejo, glaube ich, gesehen. Ja, der hat das schon mal gemacht. Das ist auf jeden Fall eigentlich total easy, wie man das macht. Weil da kannst du dann halt mit kontrollieren, wie stark das dann weggeht. Ja? Ich brauche wirklich einfach dringend rote Schaltkreise. So, und da muss jetzt eine Pumpe rein. Da. Ich mache erstmal 100. Und dann kommen die ja so oder so ins Netzwerk. Dann haben wir da so ein bisschen Puffer. Gut. Pumpe. Was wollte ich denn machen? Ich wollte Kisten machen, ne? Pumpe, die arbeitet nur dann. Dafür brauchen wir jetzt mal Signalkäbelchen. Da Kisten wird mit Schaltkreisen das. So. Die arbeitet nämlich nur, wenn... was haben wir? Heavy Oil ist das, ne? Genau, Heavy Oil. Sagen wir, über 500 da drin ist. Glaube ich, ganz passabel. Über also 500. 1 zu 1 habe ich gerade gesagt. Wir brauchen 4 Kistentypen. 1 zu 1 habe ich gerade gesagt. 1. 4 Kisten. Machen wir da jetzt nur eine? Ach komm, ich mach direkt 2, dann geht das schneller. Intelligente Kisten. Das so nicht funktionieren wird. Stahlkisten, hier Stahl. Schwupps. Hm. Und so und so. Uff. Wunderbar. Arbeiten 2 Stück daran, das Heavy Oil in Light Oil umzuwandeln und 8 Stück daran, aus dem Light Oil Petrol zu machen, und das staut sich hier jetzt so langsam schon an. Super. Ich werde jetzt hier mal eine Auslasspumpe anbringen, dass eben hier nicht so staut, sondern dass das schön weitergeht in die Fabriken. So. Weil das ist der Grund, warum ich halt normalerweise keine Tanks mache. Weil die Tanks verlangsamen den Fluss über lange Strecken. Und deswegen baue ich hinter dem Tank dann erstmal eine Pumpe.
damit die den Tank leer machen, weil jetzt staut sich das Petrol nämlich nicht mehr an. Es war nämlich zu viel Petrol hier oben, das ist einfach nur nicht nach unten geflossen. Und jetzt quetsche ich das quasi durch die Rohre weiter, dass das auch schön hinten in die Fabriken reingeht. Da quetsch mal. Bin ich dabei. Und dasselbe machen wir hier auch mal mit dem Light Oil. Ist sowieso nicht großartig anstauen, sehe ich schon. So, dann brauche ich hier Stahl. Ups. Das dürfte eigentlich noch mehr Light Oil Cracking Dingsbums sein. Machen wir ruhig noch mehr. Schadet ja nicht. Dann haben wir also quasi. Ups. Ja, wer klar bauen kann, ist klar ein Vorteil. So. Mal den so, den so. Den so. So, wunderbar. Wir arbeiten auch alle. Sind jetzt 9 mittlerweile. 9 Chemiefabriken, die Light Oil umwandeln. Nochmal 10 draus. Ne, 11. Besser. So, und die hier, die brauchen dann nur noch Schaltkreise, okay. Haben wir ja das gleiche Spielchen wie bei den anderen auch. So, so, so. Ja. Ich habe keine Fabriken mehr auf Tasche. Sehr lausig. Ist ja mal was. Ja, richtig lausig. So, dahin und fertig und schön. Dahin fertig und schön. Ja, jetzt sind es 11 Chemiefabriken, die Light in Petrol umwandeln. Und wir werden das Leichtöl nicht los. Es wird nichts, also weil die einfach nicht schnell genug sind. Die kommen nicht hinterher. Ach, kriegen wir schon los irgendwann. Wird schon. Weil die halt auch gerade noch Fabriken Heavy in Light umwandeln. 2 Stück. Was ja auch nicht ohne ist, ne? Aber gut, das wird gleich sich selber regeln, denke ich. Ich glaube auch, das wird schon. Ah, deswegen funktioniert es hier nicht. Ich habe sie gerade aus Versehen an einer Stelle was disconnected. Jetzt müsste es runtergehen hier. So, so. Raus, 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 raus. So, hier mal ein bisschen Verschwendung. Mal eben das hier. Ups. Kluck. Die Forschung ist fertig und wir forschen, ich vermute mal, Logistik 3, ne? Da wolltest du hin. Ja, genau. Logistik 3 ist awesome. So, ich möchte mich jetzt mal die miteinander verbinden. Geht das ja auch nicht mehr. Wenn ich gerne wissen will, wie viel wir haben. Wir haben gerade 3400 Rohöl. Haben 500 Schweröl. 4000 Leichtöl. Und überhaupt kein Petrol. Überhaupt kein Petroleum, okay. Ja, es ist nichts im Lager davon. Also ich habe jetzt gerade das einfach mal so gebaut, dass dass da ein Strommast neben steht. Wenn du Mouseover über den Strommast machst, neben den Tanks, dann siehst du, was aktuell da drin ist. Ja. Ne, über Signaldingens. Dann rechnet der das automatisch für alle zusammen. Ne? Finde ich eigentlich ganz angenehm so. Aber Leichtöl geht runter tatsächlich. Sind 3900 nur noch da.
Oder also das Petrol brauchen wir im Moment komplett auf. Das ist echt krass. Naja, das wird bekanntlich ja auch eher nicht weniger. Ne? Es wird eher schlimmer, ne? Oh, Logistik 3 ist fertig. Was machen wir denn dann mal als nächstes? Schmeiß es gleich an. Ich bin hier gleich mit meiner Baustelle fertig. Logistiksystem vielleicht? Ja. So, Anbieterkisten, Anforderungskisten und so? Ja, auf jeden Fall. Also die Produktion steht schon. Wir müssen dann nur noch rote Schaltkreise. Ansonsten steht schon. Ja, dann baue ich doch nochmal gleich so eine Fabrik. Ich wollte jetzt eben mal Bluebelt anschmeißen. Nee, das kann ich fix machen. Mach du mal das andere. Ja, dann baue ich eine Fabrik für Red Circuits nochmal daneben, ne? Dann machen wir ja jetzt mal eine zentrale rote Circuit-Fabrik. Genau. Ich bin hier nämlich, guck mal, das steht hier nämlich schon praktisch. Boah. Wir brauchen hier nur einmal denn entsprechend rote Circuits machen. Ja, die bringe ich dann mal. Ich bringe die mal von hier oben dann runter. Du kannst ja den obersten Transport Belt, der ist dann für Red Circuits reserviert. Von den vier. Da mache ich jetzt gar nichts mehr. Ich gehe jetzt rüber und schmeiß die blaue. Die blaue Reihe an da. Blaue Produktion. Und mach das hier auch alles upgradefähig, damit wir unsere Sachen auch einfach wegtrashen können und hier verarbeitet werden. Das ist gut. War sehr gut. Obwohl, dafür brauche ich eigentlich alle Kisten. Von daher mache ich vielleicht erstmal blau. Mach's mal blau, ne? Ich mach erstmal blau. Ja, faul. Richtig faul hier, ey. Erstmal blau machen, ne? So, hier bringen wir das dann aber auf eine andere Art und Weise, denke ich, ran. Und zwar, ne? Ja, genau. Oh, weißt du, was ich jetzt allererstes mal mache? Was denn? Ich schalte erstmal alles ab. Schön. Weißt du, wieso? Strommasten austauschen. Ja. Grausam, ne? Ja, ist alles so schrecklich. Dann baue ich das mal ganz kurz hin. Du brauchst Dinger, du brauchst Dinger, du brauchst Dinger, du brauchst Dinger. Richtig. Richtig. Du brauchst so. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Der hier produziert uns jetzt dann Kupferkabel. Und die anderen machen Red Circuits. Da irgendwo sind doch die Assembler. Ah. Nehme ich mal drauf an, da wieder einen frischen Deck. Gleich zwischen den Folgen muss ich mir mal unten meine Filter setzen, ey. Das nervt mich so. Ja, aber mir sieht's auch gerade echt aus wie. Vielleicht nehmen wir uns gleich einfach mal die Zeit und setzen mal die Filter sauber. Ich find's gerade einfach nur grässlich, wie das alles aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind's. Wunderbar. Ich habe nämlich eigentlich ein System, wie ich das gerne da unten angeordnet haben will. Und ja, aktuell ist es nicht so. Ja, aktuell ist wahrscheinlich eher. Ja, bei mir sieht es auch total, also wirklich super wüst aus, muss ich ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Ja, ich hätte gerne passive Anbieterkisten, aber ich kann halt leider keine bauen. Ich muss erstmal nochmal Stahlkisten bauen. Es tut mir leid, ihr lieben Freunde. Chemiefabriken. Ach so, hier ist das etwas unpassend. So, dann haben wir jetzt nämlich das hier, das Plastik reingeht. Das kommt dann hier mal runter. Ich habe hier ja noch ein bisschen Platz gelassen. Aber theoretisch kann man das hier auch dann irgendwie umrouten. Wie produzieren wir eigentlich Plastik? Plastik mal vor Ort, oder? Nee, pro Sekunde 2 Kunststoffstangen. So, und die brauchen alle 8 Sekunden 2 Stück. Das heißt, ich will das gerade aufeinander abstimmen, dass das passt. Alle 8 Sekunden 2 Stück, das heißt alle 4 Sekunden 1, das heißt. Okay, bei. Hä? Moment. Braucht alle 8 Sekunden 4 Kupferkabel, das heißt alle 2 Sekunden 1. Der braucht alle 4 Sekunden eine Kunststoffstange. So, wir produzieren
In 4 Sekunden. 8. Okay, das heißt, es ist eine Produktionsstätte. Das ist ja mega. Also das ist ja echt geil, wie das aufeinander dann passt. Ja. Das ist eine Produktionsstätte für Plastik, reicht genauso für 8 Produktionsstätten für Circuits. Das ist echt cool, also das gefällt mir sehr gut. Deswegen werde ich dann jetzt mal der Effizienz halber das hier ein bisschen runter skalieren. Wir nur eine haben. Bei unserer Produktionsstätte schon hinten. Jetzt ist das nämlich genau aufeinander abgestimmt. Das ist ja echt cool, das gefällt mir. Wenn wir dann da irgendwann erweitern müssen, können wir da immer noch eine zweite beisetzen, aber das lasse ich jetzt einfach mal raus, weil muss nicht sein. Also das Problem ist, wir brauchen auf jeden Fall auch ein bisschen Red Circuits. Das ist zu wenig für Forschung, ne? Sehe ich gerade. Red Circuits? Ja. Warte mal, ich glaube, wir haben ganz andere auch ein paar Probleme. Also hier unten haben wir auf jeden Fall ein Green Circuits Problem, aber... Ich würde sagen, hier oben, das für die Forschung müssen wir auch erweitern, weil hier unten liegt praktisch. Naja, 2 Stück liegen jetzt. Okay, vielleicht läuft es ja auch gerade jetzt erst richtig an, ne? Ja, die läuft ja jetzt. Die läuft ja jetzt auch die ganze Zeit und es backt sich noch nicht auf. Also da läuft halt schon gerade richtig viel, ja. So, jetzt brauchen wir hier noch Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wo ist denn hier Kohle? Die ist doch da unten. Alter, wie soll ich die denn da hochbringen? Das ist ja unmenschlich. Das geht überhaupt nicht. Doch, natürlich. Geht alles. Oh, da habe ich ein paar Strommasten vergessen. Das ist ja nicht so clever, würde ich sagen. Also es wird blau hergestellt, bis auf selbstverständlich die Splitter, weil... Red Circuits fehlen. Korrekt auch. Formen aber schließe ich nämlich gerade an. Das letzte bisschen wird hier jetzt gerade noch fertig angeschlossen. So, Kohle ist da. Kupfer... Okay. Kupfer, Kupfer, Kupfer. So, da was mache ich dann jetzt vor Schreck? Da kommt. Geh mal so mal ein bisschen nach unserem. Also, eigentlich müssten wir das in ganzer Truhe hier hinten alles mal ein bisschen aufbauschen. Eisen. Könnte irgendwie auch mehr sein. Wir könnten so langsam überlegen, ob wir die Furnace-Spalten mal verlängern. Siehst du? Dass wir da mal eine größere draus machen. Oh, ich hab ja, wieso habe ich eigentlich so wahnsinnig viel Stein? So. Schienen haben wir genug. Ich habe hier total viel Holz. War noch ein Platz frei? Das wäre jetzt allererstes verbrennen lassen, das Holz. Das wird in Energie umgewandelt. Kohle war ich gerade auch nicht. Apropos Kohle, hast du oben Kohle zum Zug verlegt? Nö. Hier kommt übrigens gar keine Kohle mehr an. Wir kriegen ein Kohleproblem. Und zwar so richtig. Und zwar so krass, dass ich jetzt mal ganz kurz. Erinnere mich bitte dran, die Kohle von der Brennerei unten abschließen. Sonst haben wir gleich keinen Strom mehr. Echt? Ja. So schlimm ist es. Also war krass. Ja. Wenn man gerade sagen. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Und wie ich sehe, haben wir absolut nichts in Reichweite. Da oben haben wir ein bisschen was. Aber hast jetzt da ja nur. Willst du denn da oben auch die Hauptstation machen fürs Eisen und so? Nee, würde ich nicht. Würdest du auch nicht machen, ne? Die würde ich in den Süden, südlich der Forschung verlegen. Hat man, glaube ich, auch so festgelegt beim Anfang.
Weil, soll ich dann einfach mal runter Schienen verlegen? Gen Süden? Machen. Die Frage ist natürlich, wie viel Platz brauchen wir für unsere Öfen? Wenn du irgendwie das abmessen kannst, 30 Öfen. Ist doch das Richtige, oder? Ja, 30, das 32, 26, 28, habe ich alles jetzt mittlerweile schon gehört. Ja, dann nimm 30. Nimm einfach eine glatte Zahl 30. Wir haben jetzt im Moment, glaube ich, 10. Dann machen wir glatte Zahl 30 und fertig. So, wir kriegen Red Circuits rein. Und wir kriegen eine Pause rein. Jawohl, die kriegen wir jetzt gleich auch noch dann rein. Wahnsinn, ne? Eine Pause, ja. Wer war denn dran? Vergesst das immer. Unglaublich. Scheiße, ich glaube, ich war dran. Ja, dann mach mal. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, wie auch immer, dann mache ich jetzt einfach Schluss mit euch und war total blöd und ihr Lieben, danke, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge zusammen wieder mit dem Karo 7. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dann. Tschüss.